der erste Schnee im Winter in Wien, der ist endlich da. Und ich persönlich, ich freue mich ja sehr darüber. Und ich habe auch schon den ersten Schneemann hier gebastelt. Aber ich muss sagen, ich brauche noch etwas Zeit. Aber es ist ja auch erst der erste Schnee. Da heißt es auf alle Fälle heute, sich warm einpacken und gut anziehen. Vor allem das Schuhwerk, das sollte passen. Denn es ist auch Rutschgefahr und Glatteisgefahr. Und das nicht nur für diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind, sondern vor allem auch für viele Radfahrer, die ich heute schon gesehen habe. Aber auch für die Autofahrer heißt es heute aufpassen und auf jeden Fall die Geschwindigkeit auch diesen Umständen anzupassen. Leider wird es ja mit dem Skifahren jetzt im Dezember vorerst noch nichts und auch ab dem 24. September, da heißt es dann vor allem für Einheimische und Tagestouristen, da darf man dann auf die Piste, aber ich kann nur empfehlen, auch wenn man jetzt nicht Skifahren darf, zumindest einen Schneebaum bauen oder sonst den Schnee genießen, denn eine herrliche Stimmung ist es auf jeden Fall.